Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Story Modded, wo ich eine Bola hätte, wenn ich Steine und ein bisschen Hide hätte und damit den Raptor kriegen könnte. Würde ich doch jetzt mal versuchen. Irgendwo wird doch hier bestimmt irgendwas rumlaufen. Eine Gefahr? Ja, Gemüse sammeln, so. Irgendwas muss doch hier sein. Dodo oder so ein Scheiß. Das ist die ganze hintere Insel unbevölkert. Kann natürlich sein, dass der ganze Spawn hier hinten einfach nicht existiert. Doch. Guter Gott. Was ist denn hier? Ich sehe hier nichts Böses. Ich sehe einen Zentau. Ich sehe zwei Zentaus. Ich sehe einen Haufen Dodos. Ich sehe hier beim besten Willen nichts Böses. Aber ich sehe jemand anderen. Hallo Dodo. Ciao. Oh, sehr gut. Und davon nehme ich noch was mit. Leicht. Da können wir mehrere Bolas draus machen. Bola, 4 Stück. Nehme ich. Ling. Nehme ich auch. So. Bola. Die packe ich mir hier drauf. Geht die Sling noch? Zwei sind ein bisschen wenig. Genau. Genau. So, 13, 20 vielleicht? So. Hey! Sehe nichts Böses hier. Ich sehe ins Kledi. So. Das heißt, ich renne jetzt vor und gucke mal, ob ich unseren Kollegen wiederfinde. Unseren raptorischen Kollegen. Ihr müsst ja eigentlich hier vorne irgendwo rumgammeln. Eigentlich. Oh mein Gott, das ist ein Fjordhawk. Ein Fjordhawk, sag ich schon. Nicht gesehen, gut. Oviraptor. Hier irgendwo war auch unser Raptorfreund. Baby-Oviraptor, Level 145 ist der. Ach, come on. Ist nicht wahr. Da läuft was Böses. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Warum greifst du mich an? Ich habe deinem Baby gar nichts getan. Ich bin nur dran vorbeigegangen. Und er tötet mich fast. Jesus. Ich habe gar nichts gemacht. Okay. Der Rest kam weg. Nicht vor mir hier, weiß was zu bauen. Gut. Berries. Seeds packe ich alle weg, wie immer. Und Berries müssen wir auch mal ein paar wegpacken, auf jeden Fall. Das, das, das. Und das. Brauchen nicht so viele davon. Will ich alles reintun. Sehe. Sind fast zerpflückt. Nur weil ich ein Oviraptor-Baby angeguckt habe. Da ist noch ein Zentau, ne? Der sieht actually ziemlich nice aus. Du siehst richtig nice aus. Was bist du? 145. Bitteschön. So schnell wie die gezähmt sind, bitteschön. Sofern er so lange überlebt. So. Gucken jetzt weiter. Ist doch gerade irgendwas Großes durchgelaufen, oder war das der Brachio? Da rechts rennt ein Moschops. Weiß aber natürlich nicht warum. Ansonsten sehe ich hier nichts im Feld. Ein Fiomia sonst nur. Den Raptor jetzt halt schon gerne. Wenn er ein gutes Level ist. Einer ist der tot ist.
Lebt zu viel Kleinscheiß, dass der hier irgendwo laufen würde. Da muss ja irgendwo sein. Hat nur der Trodon? Okay, der greift irgendwas an. Ich glaube, der ja, ist das Viech, der Haste Eagle oder so. Nee, es war nicht der Dings. Der Brachio, den ich gesehen habe. Könnte ich vielleicht vor dem wegrennen? Der wird von irgendwas auch getötet gerade. Jo. Oh mein Gott, von dem Pelagic-Krokodil. Echt jetzt? Alles klar, Brudi. Nein, komm mal her. Nein, lass den, oh mein Gott. Jo, RIP. Wäre nicht so schlimm, aber der Pelage geht jetzt halt auch leider auf den Zentau, der da schon steht. Das heißt, wir haben jetzt kein Reittier mehr. Ach, gibt's Schlimmeres. Vielleicht habe ich Glück und ich kann den weglocken. Oh mein Gott, da ist er. Ich dachte nicht, dass der so nah hier steht. Hier lang kommen. War dunkel, ja, wird es. Natürlich wird es das. Die Insel zu gehen war genauso eine doofe Idee, wie hier zu spawnen. Ich überlege gerade, ob ich einfach neu anfangen soll. Oh mein Gott, der hat uns. Kann er nach vorne schießen? Komm, hier ist ein Dillo. Geh den Dillo fressen. Kann er nicht abschütteln, oder? Nicht abschütteln kann, wäre ein bisschen doof. Auf jeden Fall ist er weit genug von dem Zentaur weg. Gut, der ist abgeschüttelt. Gut. Oh, puh. Okay. Das hier vorne. So ein kann das quasi, ja. Du hast doch da genug zu fressen, Mann. Was willst du denn noch? Dachte ich mir. Geht. Gehört schon wieder zu mir. Kann ich. Oder nicht gut. Dann rennen wir jetzt nochmal hoch. Problem ist jetzt, den anderen zu finden. Ah, okay, er wurde angegriffen. Jo, okay. RIP. Ja, die Tasche will ich halt nicht. Die andere noch, mir noch an. Oh mein Gott. Ja, okay, den kriege ich nicht wieder. Aber guck mal, wie schnell der rennen kann. Komm von einem Alpha-Raptor weg. Aber keine Chance, dass wir da irgendwie lebend was machen können. Ein wunderschöner Archaeology-Dillo. Ob wir lebend rüberkommen, ich glaube aber nicht. Suchen wir es mal. Irgendwas Böses im Wasser außer Piranhas? Nichts in Reichweite. Vielleicht kommen wir hier rüber. Was? Das ist so ein Borelli irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Irgendwas mit Borel irgendwas. Aber wir sind safe. Und fast. Und Stamina. Jutzentau, Level 138. Ah, stimmt, die lebten auch noch. Jutzentau hatte meinen ganzen Scheiß drin, oder? Ich glaube, der hatte meinen ganzen Scheiß drin. Ja, scheiß auf die Zentaus da.
mir dich gerne mitnehmen. Genauso wie das Zeugs hier. So. Ja, ich habe ja keinen Sattel für dich. Komm mal mit. Mal schön mitgerannt, genau. Super. Feiner kleiner Protoceratops. Im Wasseranfang macht halt leider keinen Sinn. Dafür ist das Sunken World-Ding noch nicht gut genug ausgereift. Was wir versuchen könnten, ist darüber zu gehen. Unserem protoceratischen Freund. Der irgendwie weirde Augen hat. Hier, da ist eine Qualle. Da kommt ein Piranha. Komm einfach her. Komm, du schaffst das. Da ist ein Krokodil schon wieder? Mein schon. Flippenheck. Was wir machen. Ah, das macht keinen Sinn. Das Krokodil ist irgendwo an der Küste. Das hätte ich gesagt, was wir machen könnten, ist natürlich nochmal zurück. Dann hier lang und dann da vorne rüber. Hm. Welches Level bin ich? 14. Ich bin von 25 halt auch noch ein bisschen entfernt. Damit. Läufst ein bisschen buggy. Ganz kleines bisschen. Verdursten. Scheiße. Ich hätte den Alpha dann nie im Leben handeln können. Da kommen wir auf keinen Fall gegen an. Bis der hier ist. Ja, auch meine Leiche leider nicht mehr. Ich möchte nicht deleten. Die gerne. Na, gerne einen Waypoint setzen, aber. Geht nicht. Naja, du hast doch bestimmt irgendwas Essbares in dir drin, oder? Okay. Okay. Können wir irgendwas sammeln? Ach, guck mal, Fasern und Stein. Schildkröte ist okay. Fucking Manta. Sollte sich aber eigentlich nicht für uns interessieren auf dem Stückchen hier. Ich sehe keinerlei Piranhas. Gut. In nichts angeschwommen kommen. Aber das da hinten ist. Alles in Ordnung hier. Da dürfen wir nicht zu nah ran. Der Troller müsste gleich aktiv werden. Da ist das Pelagic Crocodile. Das heißt, unser potenzieller Weg wäre einmal hinten um den Kollegen rum. Potenziell. Suche ich jetzt. Ob der hinterher? Ja, ja, der ist schon hinter mir, cool. So. So. Mit. Laufe ich nicht in irgendwas rein. Vom Weiten sieht selbst der Bronto richtig cool aus mit der neuen Farbe da. Den neuen Color Pattern. Macht so viel aus. Nicht zu nah hier. Super. So Protoceratops. Da unten ist der Alpha Raptor. Aber komplett hier einmal rum, okay. Kommst du, Protoceratops? Gehen ein bisschen weiter außen rum. Bevor das Grasland draus gemacht haben, jetzt die Viecher. Das ist aber gut für uns, weil hier sehen wir dann schon mal, dass da ein Alpha gerade ist. Ein Alpha Dillo, okay. Nimm mich mal. Dillos habe ich potenziell keine Angst.
vorsichtig sein. Hier ist eine normale Schildkröte, ne? Ja. Ein Trike, okay. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Komm, 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 beweg dich. Komm hier runter. Bitte springen, bitte springen, bitte springen! Was machst du denn? Hier hin! Oh mein Gott. Ja, dann beweg dich. Richtig unnötig. Ist das ein Alpha-Trike? Das ist ein Alpha-Trike. Nicht ein bisschen doof, dass man die nicht zumindest dazu anweisen kann, dass die doch bitte dann instant runterspringen. Gut. Wir sind das Stück, was ich wollte, schon mal hier lang gekommen. Freut mich. Not können wir auch darüber, aber ich würde jetzt einmal gucken, ob wir hier rüberkommen. Er hat eine Base gebaut oder eine Fanggrube zumindest. Machen wir hier rein. Alles entspannt aus. Ein Manta da hinten. Sollte die ja nicht kümmern. Machst du da? Hallo? Hallo? Willst du hin? Ich muss hier lang. Komm. Dein fucking Ernst, wo willst du hin, du Kackbratze? Was soll das? Das ist doch nicht mal ansatzweise irgendein... Das ist doch gar nicht sinnvoll, was du da machst, Mann. Geh da weg. Geh hin. Geh hin. Was macht der denn? So, schaffst du es jetzt? Gut. Folge dir. Was ist denn bitte für eine Aktion jetzt gewesen von dem? Hat ja überhaupt keinen Sinn, was der jetzt da versucht hat. Nein, keiner will das. So, er kommt auf jeden Fall relativ weit schon mal, das ist gut. Ja, auch nichts, was ihn jetzt größtenteils verfolgt. Schwimmt er da aber rum, weil er an dem Point, wo ich ihn hingepfiffen habe, nicht mehr weiter hinkommt. Okay. Da von mir aus machen. Mal ein bisschen weiter hier hin vielleicht. Überall die Kackvögel. Und er ist direkt durchgelatscht. Scheint interessiert die Vögel nicht. Bleib stehen. Komm mit, komm, 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 komm. Beweg dich, beweg dich, beweg dich. Hallo? Ein bisschen buggy, oder? Komm, weiter. Keine Zeit. Lex. Er kommt. Ich weiß nicht, von wem das hier ist. Von Bärchen. Okay, Bärchen hat seine Base da hinten. Gut zu wissen. Ich werde jetzt sterben. Protoceratops interessiert's nicht. Hallo? Der da. Was machst du denn da? Warum ist deine KI denn jetzt broken? So. Okay, dass ich sterben werde, ich weiß. Alles gut. Oh, so eine Narcoberry. Du hast auch nichts Sinnvolles, ne? Ich werde dir mal kurz meinen ganzen Kram geben. Gut, du hast jetzt 800 Leben. Fast so 900. Kannst dich jetzt bitte auch wehren. Gehst jetzt hier hin, denn ich sterbe jetzt. So. Sind jetzt hier vorne ungefähr. Mich jetzt... Wir sind hier, glaube ich. Oder? Nee, wir waren hier, wir sind jetzt hier. Schau mal, wenn ich hier mich spawnen lasse, ob das funktioniert. Das ist Bärchen Space, oder? Das ist Bärchen Space.
kann ich den jetzt einfach herpfeifen. Oh mein Gott, ey. Geh dich doch hoch. Ne? So. Oh mein Gott, wir sind da ganz hinten. Ah, cooles Becken hier. Wir sammeln von? Okay, es sind noch Steine. So. Wir erfrieren uns. Ich habe schon instant halbes. Okay, ich stand jetzt 2-3 Minütchen, aber ich hab schon instant halbes Leben. Oh, hier ist ein Basilo. Ohne Mantas. Okay. Ganz cool, wenn das eine Color Region wäre. Ja, den kriege ich nicht. Den kriege ich doch. Geil. Dann komm mal her. Da. Ich kann hier warten. So ist nicht. Was macht der denn? Junge, komm doch hier hin. Okay, das hat er anscheinend gecheckt. Ja, wir sterben jetzt nochmal. Hier war jetzt nichts Böses. Falls der jetzt sowieso nicht sagt, ja, hey, ist, okay, ich schwimme weiter. Jetzt? Ach, jetzt bin ich im Inland. Cool, toll. Was war das für ein Geräusch? Ah, okay. Vom Gigatitan. Ich bin tot. Ich bin tot, aber ich bin hier nicht am Sterben durch Kälte. Vorteil. Ich bin doch nicht tot. Ja. Könnte das die Lösung sein? Mein Viech ist immer noch da im Wasser, okay. Er hat anscheinend nicht gecheckt, was er machen sollte. Tun. Genau, genau das wollte ich spielen. Aber? Einmal hier rüber. Wer? Was machst du denn noch, du dämliches Kackvieh, ey? Was macht der denn? Das Buggy. Kann ich jetzt da stehen lassen, bis ich irgendwie einen Sattel für den craften kann? Da kriege ich das nicht auf die Kette. Und weg. Da kriege ich das nicht auf die Kette. Das. Warum muss das denn? Der hat doch vorhin funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Jetzt geht er wieder. Dein Ernst? Einfach nur ein bisschen scheiße sein? Kann das sein? So ein Scheißproduzierer-Tops. Naja. Hauptsache, du funktionierst irgendwie mal. Komm schon mit, komm weiter. Schwimm direkt hier außen rum. Wenn deine IK schon deine KI schon mal wieder funktioniert, dann nutzen wir es auch jetzt direkt aus. Das ist nichts Böses, oder? Nein. Hier vorne war jetzt ja auch nichts Böses. So. Hier sieht es ja anscheinend okayisch aus. Gib mal meinen Scheiß her.
Bauen wir jetzt direkt meine Hütte hier wieder hin. Dein Ernst, Vogel? Du weißt, dass du jetzt hier feststeckst? Wird dich niemand retten kommen. Und einmal wieder ein bisschen hübsch machen. Okay, der Skin ist dann weg, alles klar. Wo sind die Frontier-Dinger? Da. Hübsch machen die. Sieht mich echt nicht gut aus. Ja, Vogel, du gehörst jetzt mir. Hast du Pech gehabt? Haben wir alles? Wir haben alles, ne? Ne, das hier noch nicht. Okay. Gut, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber ey, wir haben ein Häuschen. Wir haben immer noch einen Dino, den wir relativ bald reiten dürfen. Und ja, ist okay erstmal. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Und dann hoffentlich ein bisschen konstanter. Ciao!